Stimmt, wir können ja nichts kaufen, wir haben ja kein Geld nicht, gell? Doch, 15 Dollar habe ich. Taschenlampe kostet aber 30. Was kostet? Taschenlampe kostet 30. Bella? Hallo? 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 Bella? Bella, 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 Hallo? Bella, Bella, Bella. Na, jetzt hat halt wieder bloß einer von uns eine Taschenlampe, gell? Ja, ich. Okay. Ja, dann muss ich. Entdecken Sie, um welche Art es von Geist sich handelt. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Haben wir natürlich nicht. Fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geisterevents werden. Also, dass die Tür zugeht oder sonst was. Der Name des Geistes ist Karen Jackson. Und reagiert wieder nur auf uns alleine. Hört sie mich? Hallo? Hört sie mich? Ja. Okay. Habt ihr alles gehört? Okay. Also nur, nur wieder alleine. Der triggert einen dann wieder, wenn einer von uns allein ist. Also muss ich doch weggehen von euch. Ja, wir müssen uns leider wieder trennen dann. Ich will nicht. Gewitter. Bist du da? Bist du da? Bist du da? Bist du da? Wo bist du? Ah, Keller. Bist du hier? Bist du da? Bist du ein Kind? Bist du ein Kind? Bist du hier? Ich habe hier noch einen Beweis. Ich habe hier noch einen Beweis. Ich komme zum Foto machen. Hier in der Garage. Bist du hier? Ich komm hoch. Jo, Foto machen. Rechte Maustaste, glaube ich. Okay. Okay, haben aufgenommen. Bist du ein Kind? Okay. Mundgulli haben wir nicht. Beweis angenommen, steht schon im Buch. Super. Wie tue ich eigentlich für den Fall? Bist du hier? Bist du ein Kind? Kann ich gar kein Video machen. Man muss später die Kamera in einen Raum aufstellen. Dann kann man vom Struck aus gucken. Du hast, Bella, du hast das EMF. Kamera. Okay, du gehst schon schön sauber rum durch. Da, wo der EMF-Ausschlag wahrscheinlich ist mit deinem Bild, hast du es aktiviert. Da wird wahrscheinlich der Geist aus sein. Ich hatte noch keine. Okay, oben auch nicht. Aber wir sind jetzt auch alle zusammen. Ihr müsst
Ja, oben gibt es auch noch einen Bereich. Es gibt noch eine Treppe. Bist du hier? Bist du ein Kind? Bist du hier? Wer bist du? Wir haben Kälte, wir haben gefriert im Kinderzimmer. Okay. Wo ist das Kinderzimmer? Als Beweis machen, oder? Im Kinderzimmer, aber ich habe keine Idee. Das Sexzimmer? Das Sexzimmer. Bist du hier? Dann geh du mal ins Kinderzimmer und frag, ob er da ist. Vielleicht, ich bin doch gerade hier. Das ist hier links. Ja, genau. Nein? Ja. Bist du hier? Alisa, sie muss alleine rein. Sie muss alleine reingehen. Bist du hier? Bist du ein Kind? Wie alt bist du? Keine Antwort. Aber du hast auch den Atem gesehen. Ja. Sprich zu uns. Nee, ich hab's nicht dabei. Ich hol's mal. Alisa, du? Ich hol's mal. Ich glaube, das liegt nur im Van. Achso, wir könnten schon mal Gefriertemperaturen einloggen. Hab ich schon gemacht. Lisa, hast du... Nein, ich habe da gefragt, aber es wurde nicht gesandt. Hab dich nicht gehört, sorry. Geh auf J. Hab schon. Ah ja. Dass man sich hier in den Schränken auch verstecken kann, wenn es weiß. Bella? Ja? Bella, kommst du mal ins Kinderzimmer? Ich sehe nämlich nicht, ob da im Buch was steht. Ja. Kannst du mal in das Kinderzimmer gehen und schauen, auf das Buch leuchten, damit ich da sagen kann, schreib ins Buch, weiß ich. Gleich wieder. Hier. Waren das Kinder? Hier hinten. Wieso ist die Tür zu? Schreibe hier. Buch. Hier unten. Ja, aber ist es nix. Schreibe bitte etwas ins Buch. Schreibe was ins Buch. Alisa, stell doch mal die Kamera hier rein. Vielleicht ist ein Geisterort. Alisa? Ja, ich bin im Kinderzimmer. Ich sehe sie nicht. Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Sie ist im Babyzimmer wahrscheinlich. Wir sind im Erwachsenenzimmer gewesen. War das? Hier. Steffi zeigt es dir. Hier. Hier in dem Zimmer, hinter mir. Oh ja. Schreibe bitte etwas ins Buch. Bitte schreib ins Buch. Zeichne uns doch was Schönes ins Buch. Wo soll ich denn die hinstellen? Ja, irgendwo hier auf dem Schreibtisch. Genau da hinten auf den Schrank ist ganz gut. Hast du angemacht?
Ich hab Mundgulli. Bitte schreib ins Buch. Sprich zu uns. Ich schau mal schnell, ob vielleicht der Geist da ob ist. Achso, wir müssen das Licht dazu ausmachen. Schreibe etwas ins Buch. Das Wasser muss wirklich so bräunlich sein. Geisteraktivität von 2. Ja, da ist nur die Kellertreppe. Ich dachte, es gibt einen Stock oben, aber es gibt nur den einen. Haben wir jetzt nichts mehr? Nee. Verdammt. Was hab ich nur? Es ist was im Buch. Ah. Warte, ich mach Foto. Warte, ich mach Foto. Nicht anfassen. Nein. Passt schon, ja. Oder? Yeah. Ja. Aber wir haben. Wir sind immer noch in dem Zimmer mit dem Ein. Nee, das kann man auch nicht lesen, das ist auch unwichtig eigentlich. Ja. Ja. Was haben wir jetzt da? Wir haben zwei Beweise. Wir haben noch eine Interaktion. Die Interaktion war ja auch. Ich kann das nicht im Bug auf die Interaktion abgehakt. Wieso laufst du weg und sprichst weiter? Sorry, ich schau mal schnell im Truck, ob die Interaktion. Wir laufen dir alle nach. Was sagt er? Nee, aber Interaktion ist noch nicht abgehakt. Ja, weil keiner von aber uns. Anderes. Ja, wenn er scheint oder wenn eine Tür oder so zugeht. Ich habe auch noch kein dreckiges Wasser. Wie wär's, wenn wir mal vielleicht ein, zwei Mal Karen checken? Viel Spaß, mach das mal. Viel Spaß, wenn du dich dann Geld. Im Buch ja, bitte schon mal. Wir müssen ja irgendwie was herauslocken aus ihr, weil es passiert ja nichts. Im Buch bitte einmal Gefriertemperaturen und Geisterbuch einloggen. Hab ich schon. Ja, du, aber ich nicht. Okay, erledigt. Also einmal Geisterbuch, einmal Gefriertemperatur und Beweis 3 haben wir noch. Dämon oder Jurai? BMF habe ich noch gar keinen Aufschlag. Ja, warte mal, ich schau mal schnell, weil wir haben zwei Typen zur Auswahl. Dämon oder Jurai? Habt ihr die Kamera schon aufgestellt? Ja. Für ein Geisterort vielleicht? Ja. Geisterorb, ja, müsst ihr noch. Also in die Geisterbox also redet er nicht. Ja, ich habe die Kamera dreht.
Bella! Scheiße, die sind beide drin. Oh mein Gott, er hat irgendwas. Geisteraktivität von 8. Geisteraktivität von 9. Versteckt euch. Okay, Geisteraktivität ist rum, kommt's raus. Kommt's raus, wir haben einen Geisterorb, rauskommen. Ja, findet mich. Er hat gerade uns in der Tür geklappert. Dann war es eine Vor. Bele, komm raus. Ihr könnt jetzt in Van kommen, wir haben alle Beweise. Aber wir haben kein dreckiges Wasser. Ja, das ist doch scheißegal. Aber ihr seid Mitglieder vom Geister-Event worden. Mitglieder. Zeugen. Schaut hinten auf die Kamera, da müsste immer mal wieder am Schrank ein Geisterorb rumfliegen. Dauert immer. Einen Moment. Warte. Gerade vorhin war hier, genau jetzt er da. Hast du gesehen? Ja. Also, letzter Beweis. Ja, dann ist es frei. Geisterorb. Juraj, ja. Lisa, hast du auch alles eingeloggt? Ja. Okay, dann können wir wieder zumachen. Ja, klar, hab ich's gemacht. Super, dann machen wir Abfahrt. Abfahrt! Ich wollte noch ein Foto machen. Das bringt eh nicht viel, das bringt 10 Dollar. Yay, 45. Wow, 45 Dollar! Juhu. Du kannst dir deine Taschenlampe kaufen. Ja, eine Taschenlampe. Cool. Kaufen. Super. Wenigstens sind wir nicht draufgegangen. Ja, das stimmt. Was kosten die starke Taschenlampe? Starke Taschenlampe kostet 50. Ich kaufe mir starke. Ich kaufe mir die starke. Der Geist war ein Juraj. Nein, mit Benedikt ist Level 3. Okay. Ja, ein Juraj, den haben wir ja eingeloggt.